Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. Ja, wir sind hier gerade noch beim Herrn Campbell, der ja netterweise, wie er es meint, den Bulldozer losgeschickt hat in der letzten Folge, damit wir uns auf die Suche nach Loretta begeben können, der hoffentlich nichts passiert ist bei diesem Erdrutsch. Und ich habe gerade gesehen, wir haben hier so eine kleine süße Katze, die uns verfolgt. Ich nehme die Quest jetzt mal kurz an, sonst rennt die uns, glaube ich, ewig hinterher. Aber wir werden dann trotzdem weiterfahren mit der Quest bei Loretta. Ein Kätzchen mit rötlichem Fell kommt auf dich zu, es miaut herzerweichend und wirkt verloren und verängstigt. Sie hat etwas um den Hals. Das solltest du dir genauer ansehen. Machen wir das doch. Na, kleines Mäuschen, wo kommst du denn her? Bei genauem Nachsehen entdeckst du eine kleine Nachricht, die an einem Halsband befestigt ist. Auf dem Zettel steht: Mein Name ist Dory. Bring mich bitte nach Fort Pinter zurück, damit meine Besitzerin sich nicht sorgt. Okay. Die Nachricht war deutlich. Es wird Zeit, die kleine Dory ihrer Besitzerin in Fort Pinter zurückzubringen. Und da haben wir sie im Inventar. Okay. Ja, das machen wir aber nicht jetzt sofort. Wir werden uns jetzt erstmal weiter um Loretta kümmern. Weg mit dir, Mädchen. Du und ich sind hier fertig. Fürs Erste. Der Bulldozer ist unterwegs und du solltest dich lieber von ihm fernhalten. Also kannst du losziehen und deine Freunde auf den neuesten Stand bringen oder so etwas. Ich muss jetzt weiter den Abriss eures Stalles planen. So ein Ekelpaket, wirklich. Oh, das regt mich sogar hier im Spiel auf, dass der so unangenehm ist. Ich hoffe wirklich, dass wir dem irgendwann mal so richtig eins auf die Pfanne hauen können und dann macht er seine blöde Klappe zu. Entschuldigung, aber ich mag den überhaupt nicht. Ich weiß nur, Achtung, kleiner Spoiler, wir werden ihm nicht das letzte Mal begegnet sein. Hast du schon Neuigkeiten, was Loretta angeht, Aria? Ein Bulldozer ist unterwegs, um den Felsrutsch zu beseitigen? Gut, aber denk dran, dass Herr Campbell ein echter Fiesling ist und die GED so vertrauenswürdig wie eine Maus in einer Käsefabrik. Ja, das haben wir gemerkt. Der Bulldozer sollte die Straße jetzt geräumt haben. Reite zurück zu den Klippen und suche nach Loretta. Oh, ich hoffe, es geht ihr gut. Beeil dich, Aria, beeil dich. Ja, das machen wir. Ich möchte nämlich auch wissen, ob bei Loretta denn alles in Ordnung ist. Weil so ein Felsrutsch, ja, das kann schön, ganz schön gefährlich sein. Es ist zumindest hier jetzt komplett alles weg. Das haben die ja super gemacht. Ach, Gott sei Dank, da oben ist Loretta auch schon. Was machst du hier, Aria? Du bist etwas weit weg vom Stall. Tan wollte, dass du mich suchst. Das ist lieb von ihr und von dir. Nicht, dass Patok und ich Hilfe bräuchten. Ehrlich, das war nur ein kleiner Erdrutsch. Hör mal, wegen vorhin. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht allzu herzlich willkommen geheißen habe. Wie Tan sagen würde, ein wenig Freundlichkeit kann viel bewirken, wenn man andere dazu ermutigen möchte, ihr Bestes zu geben. Ich kann dir nicht versprechen, dass du je bei den Bobcats aufgenommen werden wirst, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem Kolleginnen sein können. Was? Hast du doch nicht gedacht, dass ich Freundin sagen würde, oder? Es war auch so ein Kompliment. Du hast zu hohe Erwartungen, Aria. Ja, das habe ich wohl. Naja, zumindest ein bisschen entschuldigt hat sie sich, auch wenn sie jetzt immer noch nicht die freundlichste Person ist.
Aber ich glaube, es ist so ein bisschen ihr Stolz. Sie will es nur nicht zugeben. Ah, ich glaube, sie mag uns sogar ein bisschen. Aber das wäre ja sowas zuzugeben. Also, das ist, glaube ich, noch gerade nicht so ihr Ding. So, entschuldigt, Leute, aber ich muss das jetzt kurz ein Foto von machen. Weil vielleicht möchte ich das dann als Thumbnail brauchen. Und wie gesagt, hier passiert nun mal, solche Dinge passieren nun mal einfach nur einmal im Spiel. Die kann ich nicht nachstellen oder so. Deswegen mache ich das halt während den Folgen. Ihr könnt mir aber gerne sagen, wenn euch das zu sehr stört, dann werde ich schauen, dass ich das halt zukünftig rausschneide. Aber ich denke, sind ja nur so ein paar Sekunden. Das sollte nicht allzu schlimm sein. Tan und die anderen sind bestimmt schon krank vor Sorge. Wir sollten Bescheid geben, dass wir in Sicherheit sind. Komm schon, Aria, reiten wir zurück zum Morlandstall. Kein Rennen oder so. Mach dir keinen Druck, dass du mit mir hier mithalten musst. Hab einfach Spaß. Nein, natürlich ist es kein Rennen. Was? Wie kommen wir denn auf die Idee? Naja. Aber ich glaube, wir schaffen das sowieso nicht zu gewinnen. Denn ich glaube, das ist vom Spiel so programmiert, dass sie sowieso schneller ist als wir. Von dem her müssen wir uns da keine Gedanken machen. So. Ja, wie gesagt, sie war. Wir konnten sie gar nicht einholen. Was für ein Rennen. Moment, ich dachte, es war kein Rennen, Loretta. Barock und ich haben dich total abgehängt. Das war nicht mal knapp. Oh, mach dir deswegen keinen Kopf. Du und Nova habt euch richtig Mühe gegeben. Wenn du es erstmal mit meinem Level aufnehmen kannst, müssen wir einen richtigen Wettbewerb daraus machen. Ja. Loretta. Loretta ist die Überkönigin des Morlandstalls und die Mitanführerin der Bobcat-Mädchen. Des Bobcat-Mädchenreitclubs. Obwohl sie manchmal eine Wichtigtuerin sein kann, muss ich zugeben, dass Loretta eine echt gute Reiterin ist und ihr Pferd sehr liebt. Die Jorvik-Gazette hat sie als eine der aufstrebenden Sterne der internationalen Dressage-Szene bezeichnet. Die nächste Anne von Bliessen. Und wenn man über dieses abgehobene Verhalten hinwegsieht, ist sie eine sehr loyale Freundin, besonders für Tan. Ja. Ihr Pferd heißt Bartok. Sie ist eben bei den Bobcats. Hat am 14. August Geburtstag. Liebt Sushi. Pink, wer hätte es gedacht? Dressage und Justin Morland sind ihr Hobby. Okay. Ja, so. Bevor wir jetzt aber bei Tan weitermachen, würde ich ganz gerne noch kurz hierhin. Das ist vom heutigen Update. Heute ist nämlich Mittwoch. Das ist nur eine begrenzte Zeit drin. Und zwar ist das ein. Ich glaube, es ist ein Springparcours. Und den würde ich jetzt ganz gerne mal mit euch anschauen. Hast du Interesse am Springreiten? Dann hast du Glück. Meteor und ich nehmen an Springreitwettbewerben auf Jorvik teil. So oft wir können. So kann man das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als Reiter stärken und sich natürlich auch weiter verbessern. Wenn du das Springreiten selbst einmal ausprobieren möchtest, sammle doch einfach erste Erfahrungen im Parcours, den ich mit anderen aufgebaut habe und der das Regelwerk des Sports einhält. Zwar wirst du nicht bewertet, aber du erhältst eine gute Vorstellung davon, wie sich eine Teilnahme an einem professionellen Wettbewerb anfühlt. Genieß die Vorführung. Falls du das Springreiten nicht schon bereits intensiv betreibst, dann wird damit vielleicht eine neue Leidenschaft in dir geweckt. Ja, dann probieren wir doch das gleich mal aus. Ich bin mir nicht sicher, wie gut wir das schaffen mit unserem Anfängerpferd. Und ja, super wendig sind wir jetzt auch noch nicht. Aber wir probieren und geben unser Bestes.
wird ein kleiner Wassergraben. Komm schon, Nova, los. Wow. Ich finde, sie macht das ganz gut für ihr ihren allerersten richtigen Springparcours. Du machst das toll. Oh Gott. Okay, wenden. Das ist ganz schön. Das haben wir ja nicht geschafft. Das ist ganz schön schwierig, wenn das Pferd noch nicht so wirklich wendig ist. Aber wir kriegen das wirklich nicht schlecht hin. Na los, nein. Okay. Einmal angeschlagen und einmal die Stangen runtergerissen. Naja. Kann passieren. Hier vorne. Das habe ich vergessen, wo sie steht. Das ist übrigens ein Charakter, zu dem ich jetzt noch nicht viel sagen werde. Ich kann aber sagen, wir werden ihr auf jeden Fall nochmal begegnen. Super gemacht, Aria. Und Nova hat sich auch alle Mühe gegeben. Findest du nicht, Meteor? Ich lasse dich einmal am Tag mit einem Pferd deiner Wahl hier trainieren. Wenn du es nur auf einen perfekten Highscore abgesehen hast, kannst du mit Hilfe der Renntafel üben, so oft wie du willst. Ich hoffe, wir trainieren bald wieder zusammen. Ja, vielen Dank. Das machen wir aber jetzt nicht noch ein zweites Mal. Ich mache das sonst dann offline. Mal schauen. Doch, wir fangen jetzt noch kurz an bei Bobcats Geländestrecke. Oh, da bin ich gespannt. Ich habe gesehen, wie du hinter Loretta hergeritten bist, Aria. Du hattest sie fast. Mach dir keine Sorgen. Du wirst eines Tages noch einmal gegen sie reiten können. Du bist offensichtlich bereit für eine echte Herausforderung. Was würdest du dazu sagen, die Bobcat-Geländestrecke auszuprobieren? Eine Geländestrecke vom Moorland zu Nimmers Hochland und zurück. Normalerweise lassen wir nur Clubmitglieder auf die Strecke. Aber da du uns geholfen hast, Loretta zu finden, bist du ja fast eine von uns. Worauf wartest du, Aria? Gib dein Bestes. Uhu, noch ein Rennen. Freue ich mich. Dann kann ich nämlich mal anfangen, Nova zu trainieren, damit sie auch schneller wird. Ich denke aber, das werde ich dann nicht immer in den Folgen machen. Also sicher so das Rennen einmal zusammen oder so, das können wir gerne machen. Beziehungsweise wenn man die Quest bekommt, macht man ja die Rennen meistens einmal, dann seht ihr die auch. Aber das Trainieren so wirklich von Nova werde ich dann wahrscheinlich immer ohne euch machen. Genau. Außer es gibt dann irgendwie mal so Videos, wo man sagt, okay, wir reden jetzt irgendwie über ein Thema und dabei levele ich. Dann kann man das auf jeden Fall machen, aber sonst so für die Story, für das Story-Let's Play, sag ich jetzt mal, ist das nicht wirklich spannend, weil es ist halt wirklich einfach immer dasselbe. Also, das werde ich ganz klar ohne euch machen. Aber ich denke, das ist auch für keinen von euch ein Problem. Entschuldigung. Ich habe gerade einen kleinen Frosch im Hals. Wir schlagen uns aber ganz gut. Ist ja auch noch eine einfache Strecke. Die Rennen werden natürlich auch immer schwieriger. Einfach, dass wir halt jetzt gerade noch ein bisschen langsam sind, das stört mich. Was für eine tolle Vorstellung. Du hast eine bessere Zeit hingelegt als einige Reiterinnen unseres Clubs. Du und Nova können stolz auf euch sein. Komm jederzeit wieder her, wenn du die Strecke noch einmal abreiten möchtest. Ich kann dir mit einer täglichen Trainingseinheit auf der Strecke helfen und du kannst dich auch gerne um einen Highscore auf der Renntafel bemühen. Ja, okay. Nein, das machen wir jetzt nicht nochmal. Dann geht's schon in der Theorie weiter bei Loretta. Ich würde aber sagen, wir bringen jetzt noch ganz kurz in dieser Folge die Katze nach Fort Pinta, die Dori.
Die haben wir ja Anfang der Folge aufgesammelt. Und dann würde ich aber die Folge hier an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Aber jetzt bringen wir natürlich erstmal noch Dori zurück zu ihrer Besitzerin. Weil, ja, sonst wird die Folge hier wieder zu lang. Und das wollen wir ja nicht. Ich bemühe mich wirklich um die kurzen Folgen. Ja, weil, also ich glaube, es interessiert einfach auch keinen, wenn das irgendwie eine halbe Stunde geht. Die Geduld da dran zu bleiben, verstehe ich von ganz, wenn die nicht vorhanden ist. Ich kenne sie ja auch selbst von mir. Man hat auch nicht immer viel Zeit, Videos zu schauen. Und dann ist man froh, wenn das Video nur so kurze 15 Minuten geht, als wenn es jedes Mal irgendwie fast eine halbe Stunde oder sogar länger ist. Dafür hat man einfach auch nicht immer Zeit und man möchte ja auch noch von anderen Leuten ihre Videos schauen. Also versuche ich mir da auch Mühe zu geben. Es wird vielleicht nicht immer klappen, aber ich probiere wirklich mein allerallerbestes. So, da vorne sollte es auch schon sein. Ah ja, da sehe ich jemanden mit ganz vielen Katzen sitzen. Ich kann nicht fassen, dass du sie gefunden hast. Oh, meine kleine Dori, ich habe dich so vermisst. Vielen Dank dafür, dass du sie gefunden hast. Und was dich angeht, miau. Glaub ja nicht, dass ich dich auch nur noch einen einzigen Moment aus den Augen lasse, du kleine Streunerin. Wirft sich niedlich in Pose. Als ob ich je lange böse auf dich sein könnte. Sieh dir dieses Gesicht an. Findest du nicht, dass sie einfach zuckersüß ist? Ja, das ist sie. Doch auf jeden Fall. Ja, nicht? Sie ist die hübscheste. Oh, entschuldigt, Leute. Miau. Nein, ihr seid alle die hübschesten und niedlichsten und ich liebe euch alle gleich. Katzen, hast du je darüber nachgedacht, selbst eine zu adoptieren? Im Pet Shop Girls sind heute Morgen einige neue wundervolle Katzen angekommen. Sie warten auf einen liebevollen Menschen, der sie adoptiert und ihnen ein neues Zuhause für alle Zeiten schenkt. Ich würde sie ja alle selbst adoptieren, wenn ich nur könnte. Vielleicht noch eine? Miau. Ich glaube, deine Katzen wollen nicht, dass du noch eine adoptierst. Ja. Also, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich entschuldige mich, dass diese Folge jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger geworden ist wieder. Aber ich dachte, wir bringen noch kurz die Katze zurück. Und ich werde, glaube ich, auch für heute, das wird, glaube ich, erstmal die letzte Folge sein, die ich für heute aufgenommen habe. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß bis dahin.